Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch, wie man Crota mit der Challenge meistert, ein paar Tipps und Tricks, wie das Ganze einfach funktioniert und vor allem, wie es überhaupt funktioniert. Ich werde das Ganze so aufbauen, dass ich kurz am Anfang erkläre, was man machen muss und dann lasse ich das ganze Video laufen, so wie wir das gemacht haben, mit allen Tipps und Tricks und erkläre das. Um Crota mit der Challenge zu meistern, darf jeder Spieler das Schwert nur einmal nehmen. Kommt hier ein Schwertträger, den muss man killen, dann kann man das Schwert aufnehmen, mit dem man dann Crota Schaden macht. Jeder Spieler darf dieses Schwert nur ein einziges Mal aufheben. Bedeutet auch, wenn ich das Schwert nehme, es fallen lasse und wieder aufnehme, ist die Challenge gescheitert. Das heißt, ich darf das Schwert einfach nur ein einziges Mal aufnehmen. So, ich glaube, jetzt hat man es verstanden. Und das war es auch schon. Das heißt, wir werden in der Regel etwa 2 oder 3 oder 4 Schwertträger haben. Das heißt, man muss das einfach immer wieder wechseln. Wenn man es clever macht, braucht man nur einen oder zwei Läufe. Wir haben es jetzt über 2 gemacht, weil das ein bisschen sicherer ist und mit ein paar Tipps und Tricks. Man sieht es schon, ich bin nämlich ein Titan mit einer Waffenbubble. Denn Waffen des Lichts verstärkt auch den Schwertträger und der Schwertträger macht mit dem Schwert auf Crota mehr Schaden. Ist sehr, sehr nützlich, denn man braucht dann insgesamt weniger Angriffsphasen bzw. weniger Schläge. Bedeutet also, ich stelle da eine Waffenbubble, wo ich sie vorhin hingestellt habe. Der Jäger, Schausix jetzt in diesem Falle, springt in die Waffenbubble, macht sich unsichtbar, hat jetzt auch sehr geholfen, springt dann hoch, macht 3-mal einen festen Schlag drauf, um ihm viele Lebenspunkte wegzuhauen und ja, springt runter, macht das nochmal, haut nochmal 3 Schläge drauf und kann jetzt sogar noch den Super machen. Warum kann er noch den Super machen? Nun, recht einfach, die Waffenbubble erstellt 2 Sphären. Die 2 Sphären sind unterstützend, denn das Schwert hat ja auch eine Superfähigkeit. Bedeutet also, man macht einen festen Schlag, festen Schlag, festen Schlag und nach dem letzten festen Schlag direkt den Super, so wie man einen Super auch zündet, und macht dann sehr, sehr viel Schaden auf Crota. Man sieht es gerade, er hat schon über die Hälfte, bei weitem über die Hälfte verloren an Lebenspunkten, wenn ich nachher das Schwert noch aufnehme und angreife, ganz einfach. Ist also sehr, sehr einfach, das Ganze so zu meistern, kann man über 2 Runden machen und die Ogre-Phase kann man sozusagen ausblenden oder übergehen, weil er da schon in 2 Runden stirbt. Wenn man es jetzt ganz, ganz clever macht, könnte man es auch mit einem einzigen Schwertträger machen, das heißt, der Schwertträger geht ganz, ganz schnell hin, man ballert drauf, Schild weg, dann 3 Schläge, dann geht man wieder runter, wieder Schild weg, geht wieder mit 3 Schlägen drauf und es würde von der Zeit sogar reichen, noch mit dem gleichen Schwert ein drittes Mal auf ihn loszugehen und da dann wieder 3 Schläge zu machen plus den Super und das sollte ihn auch töten. Eigentlich simpel. Gut. Jetzt komme ich dann als Schwertträger dran, das heißt, wir machen nochmal eine Angriffswelle, finden wir persönlich ein bisschen angenehmer, ist auch angenehmer. 3 Angriffswellen wäre sogar noch angenehmer, weil da muss man wirklich nicht groß aufpassen, aber so klappt es eigentlich gut, weil man eben die Ogre-Phase überspringen kann. Ich stelle eine Bubble, ich töte hier noch einen Feind, damit ich den Super auch aufladen kann, dann Feuer, springe ich dann hoch, also ich sage Feuer, dann ballern die Kumpels drauf, dann springe ich hoch, zack, Schlag. Schlag, Schlag. Ich habe immer noch Waffen des Lichts drauf. Springe nochmal hoch, das Ganze noch einmal und dann hätte man das mit der Challenge eigentlich auch schon gemeistert. Jetzt sieht man es gleich, zack, und den Super gleich nach. Ist von der Zeit her recht angenehm. So, ich hoffe, diese Tipps und Tricks haben funktioniert. Um es vielleicht noch zu sagen, Bogen und vom Warlock die Schadenserhöhung auf Crota funktionieren beide nicht. Nur die Waffenbubble geht. Liegt vermutlich daran, dass Waffen des Lichts den Hüter stärkt und Bogen sowie auch das vom Warlock den Gegner schwächt. Crota kann aber nicht geschwächt werden, nur die Hüter können verstärkt werden, also hier im Raid zumindest. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn dieses Video euch gefallen hat und auch geholfen hat, freue ich mich sehr über einen Like, unterstützt das Video auch, damit andere Leute dieses Video ebenfalls finden. Darf man ja ruhig sagen, dass es dem YouTube-Algorithmus gut tut, wenn man einen Like da lässt. Ich würde mich auf alle Fälle freuen. Dann bleibt mir zu guter Letzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.